Vielleicht trinken wir aber mal einen Schluck Mana, halten die Zeit an und teleportieren uns hier einmal durch. Jetzt sind wir unter. Wir sollten kurz warten, bis diese Herde sich wegbewegt. Und dann können wir vielleicht den Walöltank da mal rausholen. Natürlich, nachdem wir gespeichert haben. Guckt mal, der sieht uns gar nicht. Ach, der Weißbot schaut auch mal rein. Da haben wir gerade ziemlich viel Glück gehabt. Ziemlich viel. Also richtig sau viel Glück. Glaubst du, dass du noch gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? Kein Zweifel. Wo kommen wir denn jetzt am besten hin? Wir müssten wieder zurück vielleicht. Könnten da hoch. Ich weiß nicht, ob die uns dann sehen. Och, ich habe so viel Angst, ey, was falsch zu machen. Ich will es nicht verkacken. Oh. Haben wir irgendwo einen besseren Blick? Ich versuche mir einfach mal da durch zu teleportieren. Wenn das gehen würde. Ach. Ich hoffe, hier kommt jetzt keiner. Machen wir sicherheitshalber auf und gehen mal da rein. So, zu Sokolovs Haus. Da ist noch ein Knochenartefakt. Holen wir uns das? Das holen wir uns, oder? Dann müssten wir in diese Tür da rein. Von der anderen Seite blockiert. Gar nicht gut. Wir müssen da hoch. Oh, da war es doch. Haben wir denn hier alles Schönes? Ein Gesundheitselixier. Vielen Dank, Spiel. Ja. Braucht jemand Hilfe? Aber die kann mich nur noch warten, oder? Oh, eine verfaulte Birne esse ich sehr, sehr gerne. Zum Frühstück vor allem. Ist auch ganz gut, um den Darm einmal zu entleeren. Aber mal schön eine verfaulte Birne zum Frühstück. Ach, die hat ein Rattenproblem. Wir gehen erstmal oben gucken. Das hört sich nämlich so an, als ob die von unten kommt. Oh, guck mal hier. Hier gibt es noch schön thyvianisches Erz. Ruf zu den Sphären, Band 1. Ruf zu den Sphären, Band 2. Könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr auf Pause drückt. Und Ruf zu den Sphären, Band 3. So, gibt es hier sonst noch irgendwas Schönes? Es tut mir auch leid, dass ich die ganze Zeit im Schleichmodus unterwegs bin, aber ich gehe lieber auf Nummer sicher. Oh, der hat einen Beutel mit 25 Münzen für uns. Mana-Elixier, noch ein paar Münzen hier rumliegen. Ansonsten geht es dem nicht mehr so gut. Dem können wir nicht mehr helfen. Gehen wir doch mal wieder runter. Gucken wir mal, was die Frau da für Hilfe braucht. Ich hoffe, wir haben bisher noch niemanden getötet. Oder unseren Ratten, ja.
Aber erstmal dahin. Erstmal gucken, was es hier Schönes gibt. Ach, hier können wir nachher wieder raus. Diesmal hat es keiner gehört, Gott sei Dank. Ja, hier haben wir nichts. Enttäuschung. Hier können wir runter. Und dahin ist die Frau, die Hilfe braucht. Die kommt da wahrscheinlich weg wegen den blöden Ratten. Einfach tot treten, die Ratten. Ah ne, das ist gar nicht die Frau. Hier ist die Frau. Danke für die Hilfe. Ich dachte, ich wäre sicher, aber da waren Ratten. So viele Ratten. Das ganze Lagerhaus verseucht. Ich weiß, dass manche Leute nicht an sowas glauben, aber ich schwöre, die Ratten kamen, nachdem ein Mann hier durchgegangen ist und ein Amulett umhergeschwenkt hat. Es sah aus wie aus Knochen. Aber jetzt ist er tot, so wie alle anderen von hier. Alles Klärchen. Und hier haben wir unser Knochenartefakt. Zack, Rache heißt es. Wenn du Schaden erleidest, steigt dein Adrenalinweg an. Wow. Wow. Bringt uns auch wieder nichts. Eins von drei haben wir erst gefunden. What the fuck? Was haben wir hier? Tyrions Tagebuch. Könnt ihr euch auch gerne durchlesen, indem ihr Pause drückt. So. Hier haben wir noch ein bisschen Heilkräuter. Und eine schöne Leiche. Sieht noch ziemlich frisch aus. Im Gegensatz zu dieser Leiche hier. Die liegt, glaube ich, schon ein paar Tage hier. Nicht jugendfrei. Alter, das sieht aber auch grausam aus, oder? Nicht nett, nicht sehr nett. Gut, ich glaube, sonst gibt es hier weiter nichts. Können wir uns weiter auf den Weg machen zu Sokolovs Haus. Hier unten war doch die Tür irgendwo. Dann können wir doch da rausgehen. Ich hoffe, es ist keine Wache. Nö. Und dann ab zum nächsten Bezirk, zum nördlichen Ende. Na, das Bild hat sich schon mal geändert jetzt beim Laden hier. Das heißt, ich denke mal, wir sind jetzt ziemlich in der Nähe von Sokolov. Das Problem ist leider, ich habe das Spiel halt schon gespielt und ich weiß, wo der Sokolov sich aufhält. Daher wird das eigentlich für uns ziemlich einfach sein. Ihn zu schnappen. Rattenschwärme werden von Leichen angezogen. Nutze teleportieren, um meine Zielperson zu eliminieren, indem sie. Ja, bla 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 bla. Ach ja, die schönen langen Ladezeiten. So, ich möchte gleich gerne nach oben. Ich möchte gerne irgendwo nach oben. Kann ich hier irgendwo? Da kann ich nach oben. Ins Häusle. Ich hoffe, hier ist niemand. Nicht so wie vorn, wo diese beiden Wachen uns da entdeckt haben. Balkon ist sicher. Okay, hier kommen wir nicht durch. Ich merke irgendwas. Hier ist ein Knochenartefakt. Und eine Rune ist in 63 Metern. Da ist das Knochenartefakt. Da kommen wir aber nicht durch. Mal weiter höher gehen. Dann können wir hier rüberspringen. Ich denke mal, da kommen wir zum Knochenartefakt, wenn wir da auf den Balkon kommen.
Ja. Perfekt. Blutochsenherz. Blutochsenherz. Dein maximales Mana wurde leicht erhöht. Das ist schön. Das nehmen wir doch. Was haben wir denn hier? Wasser, das Geist, wenn du da dran ist, erhöht sich. Kleiner Teil deines Manas. Das haben wir auch noch nicht genutzt, ne? Du kannst etwas schneller klettern. Kannst etwas schneller schwimmen. Ja, schwimmen brauchen wir nicht. Nehmen wir lieber das. So. Haben wir noch mehr Mana. Und ein paar Münzchen. Hier können wir gleich auch nochmal lang gehen. Aber sonst gibt es hier nichts weiter, oder? Sieht nicht so aus. Oh, ein schönes Bild. Das kann man doch als Thumbnail nehmen für die Folge, oder? Ich das hier so ein bisschen schön raufkriege. So. Gibt es hier einen Wasserhahn? Nö. Gehen wir mal hier rüber. Gucken mal, wo es hier so lang geht. Hier können wir dann über das Dach. Okay, alles klar. Ich höre jemanden. Ah, okay, hier sind Wachen. Und da haben wir Sokolovs Haus. Ja, das ist das große hier. Wir gucken aber nochmal hier, was es hier so gibt. Da ist eine Lichtwand. Wir gehen hier mal in dieses zerbrochene Haus rein. Wir kommen nur aufs Dach, okay. Dann gehen wir erstmal nach unten. Spannung. Da können wir runter, da sind Ratten. Wir gehen lieber mal die Treppe, oder? Aber hier kommen wir gar nicht zu den Ratten hin, hä? Da müssen wir da runterspringen. Jetzt auch die weiße Ratte essen können, wie ich gesehen habe. Gibt es denn hier irgendwas Schönes? Mana-Elixier ist immer gut. Ah, können wir mal eins trinken. Was essen. Blöden Ratten. Dann gehen wir mal wieder hoch. Dann gehen wir mal aufs Dach. So. Da ist eine Wache. Da halten wir mal ein bisschen Abstand, nicht, dass die uns gleich hier sieht. Oh oh. Ah, okay. Speichern wir nochmal, nutzen wir den Moment, in dem er sich da vorne entspannt und speichern einmal und versuchen uns da gleich mal rüber zu teleportieren. So, zack, an die Kette bitte. Und er hat uns entdeckt. Gut, alles klar. Dann schalten wir den doch lieber aus. Gehen wir auf Nummer sicher. Ich habe gedacht, er sieht uns jetzt nicht, wenn er sich da schön anlehnt an die Brüstung. Schade, nicht geklappt. Aber probieren geht über studieren. Einfach mal versuchen. Hätte ja klappen können. So.